Ja, hallo. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, über die Mod-Verfügbarkeit auf den Konsolen wie PS4 und Xbox zu der Mod-Verfügbarkeit auf dem PC. Ich habe schon in vielen Kommentaren unter anderen Videos gelesen, dass immer wieder gefragt wird zu diversen Mods, ob diese denn auch für Xbox oder für PS4, PS4 eher weniger dann, aber dann noch häufiger für Xbox vorhanden sind. Komme ich erstmal zu der PS4-Variante. Um hier Mods zu bekommen, müsst ihr auf betestar.net gehen und euch dort eure Mods runterladen und dann die dann eben gleich installiert werden. Verfügbar sind aktuell ungefähr 5700 Mods. Installiert werden darf sind 100 Mods, die dann auch aktiv sind. Selbstverständlich können mehr Mods installiert werden, jedoch werden die dann nicht aktiviert. Hat etwas, wie ich recherchiert habe, mit dem Speicherplatz oder dem Speichernutzung bei der PS4 zu tun. So wurde dies von Bethesda auf 100 Mods begrenzt auf der PS4. Kommen wir zu der Verfügbarkeit und welche Mods oder welche Art Mod ist überhaupt auf der PS4 verfügbar? Nun, da muss ich euch leider enttäuschen. Die PS4 ist leider die Kategorie an Spieleplattformen, die am wenigsten Mods hat und auch die leider am wenigsten von Sony aus zugelassen werden. Dies soll heißen, wenn jetzt direkt Mods auf die Welt kommen, diese direkt ins Spielgeschehen eingreifen, wie zum Beispiel komplett neue Dinge ins Spiel bringen, dies wird nicht toleriert und ist quasi illegal. Sollte dies doch irgendwie umgangen werden und die Leute merken das, werdet ihr gebannt. So meine Recherche auch im Internet darüber. Die nächste Plattform wäre dann die Xbox. Hier sind 150 Mods, die gleichzeitig aktiv sein können. Auf Bethesda.net gibt es rund 14.000 Mods. Das ist schon eine ganze Stange mehr als für die PS4. Hier gibt es nicht diese Einschränkung von Sony. Logisch, die Xbox ist ja auch nicht von Sony. Und hier sind andere Mods, die eben neue Dinge ins Spiel bringen, erlaubt. Und es ist quasi eine große Palette an Mods möglich, die euer Spielerlebnis verbessern können. Jedoch gibt es noch eine weitere Einschränkung. Alle Anbietungen von Mods, die einen oder ein Programm benötigen, heute sagen viele Apps dafür, die von einem Drittanbieter stammen. Dies ist zum Beispiel der Skyrim Script Extender. Diese Art von Programmen sind auf der Xbox nicht möglich, da dies lediglich eine Konsole ist und kein PC. Dies ist nun auch natürlich eine Beschränkung, die spezielle Mods dadurch ausschließt. Viele dieser speziellen Mods, was manchmal das UI betrifft oder was jetzt zum Beispiel tiefere Eingriffe in das Scripting von Skyrim angeht, werden dadurch ausgeschlossen. Aber auch hier habe ich mich natürlich bei Bethesda.net einmal umgeschaut und ich muss sagen, es ist doch schon eine große Anzahl an Mods verfügbar, die euer Spielerlebnis deutlich bereichern wird. Aber auch hier habt ihr nur die Möglichkeit, direkt bei Bethesda oder von Bethesda die Mods zu nehmen. Jegliches andere von anderen Seiten ist auch hier euch verwehrt worden. Viele fragen dann natürlich auch immer nach, was ist denn mit den Adult-Mods oder mit den Erwachsenen-Mods?
Diese basieren meistens auf Drittanbieterprogrammen, die zusätzlich noch installiert werden müssen. Und das wiederum ist bei der Xbox nicht möglich. So fallen die meisten Erwachsenen-Mods für euch auf der Xbox weg. Ja, komme ich dann zu der letzten Kategorie, und das ist der PC. Diese Kategorie existiert schon am längsten, wo Skyrim drauf spielbar ist. Hier sind möglich, gleichzeitige Plugins aktiv zu haben von 255. Dies müssen aber spezielle Plugins sein, damit diese gezählt werden. Soll heißen, es gibt hier Wege auf dem PC, diese Anzahl von 255 Mods zu umgehen und somit auch ein weit größeres Spektrum an Mods auf dem PC zu installieren. Ich selbst habe auch mehr als 255 Mods installiert. Wenn ich bei mir alles zusammenzähle, würde ich sagen, komme ich vielleicht auf 280 bis 300 Mods, die ich bei mir installiert habe. Dann schaue ich mal nach auf der Bethesda-Netzseite. Da gibt es für den PC lediglich 5500 Mods, circa zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt online stelle. Nun, dies ist natürlich deutlich weniger und fast nur ein Drittel von der Anzahl an Mods als für die Xbox. Nun, ich muss aber sagen, da die erste Plattform, wo Mods überhaupt veröffentlicht wurden, nicht bei Bethesda direkt waren, sondern auf Nexus Mods. Wenn ich jetzt hier allein nur für die Skyrim Special Edition, die ich spiele, schaue, wie viele Mods dort verfügbar sind, dann belaufen sich dort die Anzahl an Mods, die ich mir da holen kann, allein nur auf dieser Seite auf 33.000 Mods. Zusätzlich muss man davon noch ausgehen, dass es viele andere Seiten gibt, die nicht Nexus entsprechen, wo ich mir zusätzlich noch viele andere Mods runterladen kann. Dies selbst mache ich auch. Wenn ich Mods suche, dann suche ich die nicht nur bei Nexus, sondern auch auf anderen Seiten. Wenn ich jetzt bei der Skyrim Legendary Edition, die das älteste Skyrim darstellt, was es überhaupt gibt, und dann bei Nexus Mods, um da mal eine ungefähre Vorstellung zu haben, was da alles existiert im Netz, haben wir hier nochmal eine lockere Verdopplung an Mods von ungefähr 60.000 Mods, die allein auf nexus.com verfügbar sind für die Skyrim Legendary Edition. Zusätzlich muss man natürlich davon auch ausgehen, dass auf vielen anderen Seiten im Netz natürlich noch viel mehr Mods verfügbar sind für diese Version. Zusätzlich möchte ich euch noch aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe einen guten Freund, der besitzt ebenfalls eine Konsole, und zwar die Xbox. Und dieser spielt leidenschaftlich gerne Fallout 4, wo es natürlich auch eine große Palette an Mods gibt. Dieser hat die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, wenn er bestimmte Mods, die jetzt auch viel Leistung benötigen oder viele neue Dinge auch mit ins Spiel bringen, dass es da zu deutlichen Performance-Problemen kommen kann, wenn diese Mods zum Beispiel wie im Kampf zu tragen kommen. So, um das dann mal so zu verallgemeinern oder mal zu einem Ergebnis zu kommen: Wenn ihr natürlich die volle Vielfalt an Mods genießen wollt, die es auf dem Markt gibt, und das volle Erlebnis haben wollt, euer Skyrim auch so einrichten wollt, wie ihr es gern hättet, dann kommt ihr um die PC-Version leider nicht rum. Dies inkludiert natürlich auch, dass ihr natürlich im Besitz eines PCs seid. Ich weiß, dass dies nicht allen Leuten möglich ist, oder auch der heutigen, eher jüngeren Generation, die lieber auf einer Konsole spielen. Wenn ich dann einmal schaue bei der PS4, da wird auch am oder damit
Da finde ich auch am wenigsten im Internet darüber, über Scarin und über Modding. Die sind dann doch eher, ja, bietet eher ein sehr eingeschränktes Erlebnis, was Skyrim betrifft, wenn es ums Modding geht. Wenn es natürlich nur darum geht, dass ihr Skyrim einmal spielen wollt und es ist auch ohne Mods ein wunderbares Spiel, dann könnt ihr das natürlich auf allen Plattformen wunderbar genießen. Ein deutlich neueres Erlebnis oder wenn ihr einmal Skyrim normal, wenn man dazu sagen kann, durchgespielt habt, wenn es sowas überhaupt gibt, und ihr Skyrim in einem neuen Licht sehen wollt, dann bietet hier die Xbox natürlich schon ein deutlich schöneres Erlebnis. Und wenn ihr Skyrim in ganzer Pracht vollkommen gemoddet erleben wollt, wie ich schon sagte, werdet ihr um den PC nicht rumkommen. Ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Jetzt habt ihr eine kleine Einschätzung und eine kleine Übersicht darüber, was es so für Mods oder welche Anzahl und welches Erlebnis euch welche Plattform bieten kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann oder hören uns besser gesagt in dem nächsten Video. Auf Wiedersehen, tschüss!